Hallo, hier sind wir wieder zurück bei My Time at Zendrock und es geht schon direkt wieder los und wir haben hier, oh, Giegler, was ist denn hier passiert? Wir haben plötzlich hier den Giegler-Präsidenten rumsitzen mit seinen komischen, seltsamen Geckos hier, okay. Ist doch mal was Neues. Wahrscheinlich, weil wir jetzt diese Seilbahn fertiggestellt haben, hat sich dann auch das Bild da aktualisiert. Oh, einmal mehr in den Bruch, Mission ist fehlgeschlagen, oh shit. Da habe ich anscheinend nicht aufgepasst und die Mission ist hinüber. Jetzt werden wir doch keine Beziehungspflege machen mit Grace. Weil ich dachte, ich könnte das Köchin einstellen, so ein Mist. Obwohl, vielleicht auch ganz gut so, aber ja gut. Das lädt aber wieder. So, heute haben wir ganz viel vor, wenn wir dann mal ins Spiel kommen. Ja, so. Wie sage ich das immer? Ja, guck mal an, hier haben wir schon mal direkt... Wasser, hier mal Wasser. Also 2000 Mal braucht man auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Dörrfleisch. Okay. Ich hatte gestern Nacht noch ein paar tierische Begegnungen. Oh, schon wieder. Okay. Ja, ich brauche wieder Zinn. Geh, mach, lauf, tu irgendwas. So. Okay, Gummi. Haben wir auch nochmal wieder gekriegt. So. Das läuft hier auch. Bronzeplatten. Können wir noch eine machen. Okay. Hier sind wir bei Kupfer. Können wir nochmal einen dazu machen. So, die Verwerter. Lassen wir nochmal laufen. Kriegen wir auch Energiesteine raus. Ne? Lass mal, ja, ich sehe nicht mehr so viel drin hier. Wird hier nochmal Kupferschrott laufen lassen, ein bisschen. Kupfer brauchen wir auch immer wieder. So, keine Post heute, okay. So, wir müssen mit Seki heute sprechen. Moment, da fällt mir noch was ein. Mein Inventar, was habe ich hier da alles für ein Gedöns? Das ist wieder viel zu voll. Warum? Gelber Lavendel. Von Baumstamm. Okay. Da fällt mir noch was ein. Große Läger. Diese Mission. Da habe ich wohl was verpennt, muss ich sagen. Muss ich leider zugeben. Und dank eines Hinweises von einem fleißigen Zuschauer, dass ich hier wohl was nicht im Inventar habe. Ich dachte die ganze Zeit, das hätte ich, aber ich brauche ja diese Heilkräuter. Die habe ich gar nicht dabei, ich stepp. Deshalb funktioniert das hier nicht. Also die arme Elsie läuft immer umsonst da nachts seit Tagen herum und sucht irgendwas. Mist. Ja, das müsste ich mir mal... warum liegt denn schon wieder... Wer lässt denn immer die Flaschen hier rumliegen? Das ist... Hallo Burgess. What's up? Du und mir ein bisschen große Fußstapfen treten, aber wenigstens müsst ihr nur jeweils einen Schuh anziehen. Du bist ein Witzbold. Have a good day. Ja, du auch. Scherzkeks. Vorsicht, dann wie? Vorsicht, ich hab eine Axt in der Hand. Wie ist denn die eine? Wofür habe ich dieses Ding da hingebaut? Kein Mensch. Ach, was ist mit Captain los? Ja? Hallo, Captain. Ja, ja. Okay, du hast zu tun, ich weiß. Oh, hallo, Grace. Ich habe leider eine Mission verpennt. Oh, Entschuldigung, ich habe über den Weg gelaufen. Ja. Hallo? Hey there. Hallo. I heard you're from Highwind, right? Ich habe gehört, du kommst aus Highwind, richtig? Ich war schon einige Male dort. Ich liebe die Gleiter. Außer man stürzt ab, dann liebt man sie nicht mehr so ganz. Aber okay. Kann ich den Baum hier eigentlich treten? Nee, ne? Das geht hier nicht. Mit dem. Okay. Laufen die jetzt alle hier rum so frühen Morgen? Nein. Gut, dann muss ich eigentlich, bevor ich hier weitermache, mal gucken, dass ich diese Kräuter bekomme. Die mir, ja, da läuft Elsie schon rum wieder ganz nervös. Wüstenpilzstämme habe ich schon wieder gekriegt. Sandgras. Ich glaube, da brauche ich gelber Lavendel und noch was. Oregano. Ah. Oregano ist kein Problem, der wächst überall. Aber gelber Lavendel. Hallo Elsie. Stehst du hier schon wieder rum?
Hey, Handwerker, geh und hol mir einfache Sandfischfallen. Wo meine Manieren? Entschuldigung, bitte. Okay, solange du mir keinen Streich spielst, ist alles gut. Die hatte ich mal gesehen. Vorsicht, Humeise. Gelber Lavendel. Das ist hier mit diesen gelben Blüten, das Ding. Wo wir gerade hier sind. Da muss ich hier mal ein bisschen rumlaufen. Aber eigentlich hatte ich ganz was anderes vor. Den Stamm machen wir auch weg. So, ein bisschen Wasser sammeln. Schlopp. Gelber Lavendel und Oregano brauche ich dafür. Jo, da muss ich aber noch mal gucken, ob ich den hier finde. Also hier nicht. Oh, Burgess ist auch hier. Blümchen pflücken. Ach, der ist hier am Blumen gießen oder was? Okay. Cool. Sie alle hier so machen. Eine Feder und ein Vogelnest. Was immer ich damit machen soll. So, da haben wir noch ein bisschen Wasser. Ich weiß gar nicht, wo ich bin hier. So. Ah, gelber Lavendel. Da haben wir ihn. Ich dachte, er blüht. Ah, doch. Man sieht es, wenn man ihn dann abgeholzt hat, dass gelbe Blumen drin sind. Dann habe ich jetzt gelbe Lavendel. Zwei. So. Ist komisch nur, dass er hier dann sagt, bei der Mission, suche nach Heilkräutern, abgehakt. Dann habe ich sie vielleicht mal alle gehabt und dann wieder weggetan. Da müsste ich ja eigentlich ja auch in meinem Inventar gelben Lavendel noch haben. Fuff! Fuff! Ey, ich hab sie angestupst. Regiert gar nicht. Oregano. Hier ist auch gelber Lavendel. Man sieht es aber gar nicht so richtig. Ich dachte, der hätte diese gelben Blüten. Jedenfalls wird er so abgebildet. Ja. Okay, dann haben wir davon genug. Das ist. Den darf ich nicht fällen. Nein, nicht fällen. Muss ich zurückhalten. Okay, dann müssen wir auch Oregano. Den sammle ich sowieso dauernd, weiß nicht, was ich mit machen soll. Dann muss ich mit dem mal hier. Was ist denn hier eigentlich für ein Zeug? Sandgras. Na ja, gut. Ist das hier fertig? Sehr schön. Dann nehmen wir mal mit. Dann macht das Ding denn jetzt hier. Hallo? Weg. Puff. Puff, weg. Hau ab. So. Immer hier aufräumen. Schramms. So. Ich glaube, das Gummi brauche ich jetzt hier auch nicht unbedingt. Das können wir mal wegtun. Das Ei brauche ich auch nicht. Wir haben noch eine große Truhe hier noch irgendwo. So. Dann Würmchen, glaube ich, muss ich nicht mitnehmen, aber weiß nie. Die Bronzeplatten könnten noch am Blutschankern habe ich ja fertig hier. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Feinen Holzschrott muss ich jetzt nicht mitschleppen. Ach, das können wir mal verkaufen, das Ding. Das ist, das gibt mir kritische Quote 2%. Das gibt mir kritische Treffer. Das können wir gebrauchen. Sandbällen können wir gebrauchen. Essen. Essen müssten wir schon ein bisschen mitnehmen, wenn es dann heute Missionen gibt, wo wir vielleicht weg sind von zu Hause. Lebenspunkte. Das gibt mir Ausdauer. Das können wir auch gebrauchen. Kupferdraht muss ich nicht mit mir rumschleppen. Vielleicht als Geschenk für jemanden noch unterwegs. Ein bisschen Romantik. So. Wüstenpilzen. Okay. Was immer man damit macht. Na, Moment. Hier haben wir auch noch was zu essen. Das bringt mir Lebenspunkte. Okay, kann ich nochmal vielleicht gebrauchen. Gelben Lavendel. Guck mal, ich habe ganz viel davon. Oh, ich dödel. Okay. Also das haben wir. Und Gelb und Oregano. Wo ist hier? Oregano. Habe ich hier. Für die ganze Pizzeria habe ich das. Hier ist das Maria. Okay.
gehe heute nicht angeln. Komm, hier. So. Dann haben wir das mal sortiert. So, mehr an Essen können wir jetzt gerade nicht herstellen. So, besser vielleicht, wenn wir noch was kaufen. Dafür. Wer ist da wieder unterwegs? Ah, wahrscheinlich Elsie. Na, Coco, du altes Huhn. Ollen, Schweinenasen. Oh, okay. Wie auch immer. So, dann müssen wir jetzt zur Säge. Dann müssen wir zu den Jungs von der Security hier. Und dann sind wir gespannt, was dann passiert. So, dann kaufen wir uns hier noch was zu, hier was zu essen. Diese Unigiri-Dinger hier. Sandbeeren-Songsi. Die geben uns Ausdauer. Da würde ich mal einfach mal kaufen. Weiß ja nie. Und für Fleischbrötchen. Milchgedämpftes Ei bringt Lebenspunkte für 30 Sekunden zurück. Das ist relativ günstig. Das können wir mal mitnehmen. Essig, das bringt mir gar nichts. Heiliges Honig-Sambo. Honig-Sambo bringt mir Lebenspunkte. Ja. Ja, mal gucken. Korianderhackbraten. Koriander mag ich ja nur gar nicht. Also mit Hackbraten, nee, danke. Das ist keine gute Kombination. Fleischbrötchen. Das gibt mir auch nochmal aus. Da komm ich ja, ja. Für 30 Sekunden eins. Eins alle zwei Sekunden. Das ist eigentlich billiger. Und dann nehmen wir da noch eins mit. Da kann man sich einen Tee mitmachen. Hm. Okay. Gut, dann haben wir was zu essen auf jeden Fall. Das gibt uns Lebenspunkte mit. Okay, können hier auch nochmal was ein bisschen. Und oh, gegrillte Paprikaschoten. Hm, das klingt lecker. Und kalter Sesamnudel. Wenn die jetzt warm wären, wäre noch besser. Aber Sesamnudeln finde ich lecker. Paprikaschoten finde ich auch nicht schlecht. Okay. Dann schlagen wir uns hier nochmal einen Bauch voll. Jawohl. Wir müssen ja mal was essen. Wir trinken und essen ja nie was hier irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Nochmal kurz reden. Hey, hallo, ja. Hallo, yups. Bye, bye. Hey, see you around. See ya. So, jetzt haben wir nochmal die Beziehung verbessert. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier an Boost gekriegt? Erfahrungswerte und Verteidigungswerte haben wir jetzt gerade mal ein bisschen geboostet. Naja, gut. Bringt mir jetzt nicht so viel. Schauen wir nochmal, ob wir einen Auftrag kriegen hier noch. Sieht's hier aus. Oh, was ist denn hier passiert? Mian ist Zweite geworden. Holla, die Waldfee ist mit der Partie. Die hat aber Gas gegeben. Und seit sie ihre Urkunde zurück hat. Und Schlupf ist jetzt mein nächstes Ziel. Wie mit den Gliedern. Okay, man muss auch Gegner haben. So. Mini-Aufbewahrungsbox will er haben. Relativ schnell, okay. Kupferschrauben. Schon wieder Hartholz-Deal und der kriegt davon nicht genug, oder? Na, okay. Die habe ich sowieso da. So, ich. Naja, gut. Irgendwie immer dasselbe, ne? Also diese Schrauben, Dielen, Stöckchen, das muss man immer dabei haben. Das ist immer beliebt. So. Dann haben wir jetzt was zu essen, einen neuen Auftrag. Captain ist auch wieder unterwegs. Ja, ja. Jawohl. So, was ist hier? Da steht hier Jasmine rum. Warte, die auf irgendwas? Was los, Kind? Hey, Handwerker, was gibt da draußen zu sehen? Hast du schon mal einen Himmelsabsteifer gesehen? Wie die in meinem Buch? Nee, in diesem komischen Buch stehen sehr seltsame Sachen drin, Kind. Ich sag's dir, das vergiss es einfach. Steht der hier rum? Hallo! Allein zu leben ist schwieriger, als ich dachte. Habt ihr hier wirklich niemanden, den ihr für Reinigungsarbeiten anheuern könnt? Hey, Nemo! Mach selber sauber! Sehr! Sowas. Wo kommt man denn da hin? So was, also. So. Okay, vielleicht gehen wir zuerst zu Säcke.
Kann ich hier hoch? Moment, kann man. Nemo! Wie süß. Ah, die ist so knuffig. Wo ich eigentlich der Katzentyp bin, aber. Nemo ist so knuffig gemacht. Lauf! Fred, lauf! Wo bin ich? Wo ist. Was? Wo? Hier? Da. Hui! Zack! Das war eine Rolle, was? Haha! Direkt so einmal quer über den Friedhof. Wer macht das nicht gern? Hier rum. So. Dann laufen wir hier, du. Ah ja, gut. Ich hätte auch mit dem Express hier hinfahren können, ne? Ja! Na gut. Wer nicht hören will, muss laufen. Dann gehen wir mal in die Feuchtigkeitsfarm. Da, wo es die feuchten Dinge gibt. Huch. Oh. Da ist er ja. Alles wächst und gedeiht. Halt stehen bleiben. Hier bin ich. Hey, the hydrogel is working great. Like I said, in a way, I guess you could say. Hey, das Hydrogel funktioniert großartig. Wie ich schon sagte, man könnte sagen, du hast die Stadt gerettet. Könnte man sagen. Things are growing again. And with the Civil Corps on increased alert, I don't think we have too much to worry about from our scaly pals. Now might be the time to make good on my promise to Matilda and teach you about desert planting. Hm. Die Dinge wachsen wieder und da das Zivilkorps in erhöhter Alarmbereitschaft ist, glaube ich nicht, dass wir uns wegen unserer schuppigen Kumpels allzu viele Sorgen machen müssen. Jetzt könnte es an der Zeit sein, mein Versprechen an Matilda einzulösen und dich darüber zu unterrichten. In Wüstenbepflanzung. First off, it ain't easy. Before you can plant anything, you gotta understand a little concept we around here call the straw grid. Mhm. I won't bore you with the details, but basically the soil around here ain't good enough to plant much of anything. Zunächst einmal ist es nicht einfach. Bevor man etwas pflanzen kann, muss man ein kleines Konzept verstehen, das wir hier das Strohgitter nennen. Ich will dich nicht mit den Details langweilen, aber im Grunde genommen ist der Boden hier nicht gut genug, um viel von irgendwas zu pflanzen. That is, okay. Unless you make a square out of straw around your seeds, protect them from the wind. Put a bunch of squares together and well, that's why we call it the straw grid. Das heißt, es sei denn, du machst ein Quadrat aus Stroh um deine Samen, um sie vor dem Wind zu schützen, ja, damit die nicht weggeblasen werden. Wenn du ein paar Quadrate zusammenlegst, nennen wir es Strohgitter. Hier, lass mich dir zeigen, wie man einen kleinen Strohzaun in sandigen Boden anlegt. Da musst du einfach einen Samen in die Mitte pflanzen, ihn täglich gießen, vielleicht etwas Dünger hinzufügen und dann warten. Also hier so. So ein Kästchen. Okay. Once your crop is fully grown, you can harvest it. Oh, if you plant often in the same place, your soil will retain some nutrients and slowly upgrade over time. Sobald deine Pflanzen ausgewachsen sind, kannst du sie ernten. Oh, wenn du oft an der gleichen Stelle pflanzt, wird dein Boden einige Nährstoffe behalten und mit der Zeit langsam besser werden. That's about it. Das war's dann auch schon. Wenn du noch weitere Fragen hast, habe ich einen Leitfaden zu diesem Thema geschrieben. Blätter ihn durch, wenn du Zeit hast. Okay, also viel zu lesen. Do all those things, I said, and everything should go great. For starters, why don't you try growing some sand rice? We'll see how it goes. Hier sind noch ein paar andere Dinge für den Anfang. Tu einfach alles, was ich gesagt habe, und alles sollte gut laufen. Für den Anfang könntest du versuchen, etwas Sandreis anzubauen. Wir werden sehen, wie es läuft. Okay, ich habe Wachstumsratgeber Stroh- und Sandreissamen bekommen. Nice, okay. Flop. So, hier so ein. Ja, irgendwie so ein Strohding muss ich basteln. Und das wächst ja auch alles hier in so Töpfchen, ne? Okay. Und dann wächst der ganze Schrunz da drin. Gut. Können wir dem eigentlich irgendwas kaufen? Nee, ne, der kann. Kann Bauchladen hier oder sowas? Ja, gut. Ach doch, hier!
Der Farmladen. Hey. Okay. Okay, Sandlauch, Dünger von Mixer Stufe 1. Aha. Aha, das kann man im Mixer dann auch selber machen. Da kann man dann die Gülle reintun und mixen und dann... Okay. Chestnuts. Aha. Chestnuts, das ist nur in Englisch. Okay, Kastanien. Sandlauchsamen, Weizensamen, Sandreissamen. Okay, interessant. Bringt mir jetzt so nichts. Haben wir dann zum Anbauen. Ach, das kostet hier... Aha. Die kostet kein Gold, sondern Discs. Oh, okay. Aber das meiste Zeug kann man ja auch in der Natur finden. Also, wie ist auf das Stroh wahrscheinlich. Also, das ist schon relativ günstig bei ihm gerade. Es hat 4% Kartomaten. Aber was mache ich mit diesem ganzen Zeug? Das muss ich ja irgendwann kochen lernen, ne? Ja, ich glaube, ich habe auch Samen irgendwo in der Truhe. Okay, gut, haben wir das jetzt auch? Dann können wir also als nächstes dann unseren eigenen Sandreis anbauen. Damit nicht nur Sand zwischen den Zähnen, sondern auch Reis demnächst. So, dann nehmen wir mal die Expresspost hier wieder. Okay. Achso, dann können wir hier zur Entgeglerisierung gehen. Da würde ich aber erstmal hier hinfahren für 15. Hui! Ja. Auf geht's, Freunde! Iha! Yes! Tschüss! Das ist rabiat. Alter Falter, da muss man sich anschnallen, sonst. Ich sag's euch. So, mach den Koko hier. Hallo? Uhu. Ja, jetzt aber. Und rund. Wachstumsratgeber. Okay. Stroh tun wir mal weg. Was haben wir hier noch? Achso, das ist das ganze Essen. Die Samen tun wir mal weg. So, den Rest behalten wir. Bis auf... Röms die Böms, wo ist es? Wo sind jetzt diese dusseligen Dielen? Hier. So. Dann können wir das noch beenden, bevor wir genau ins nächste Abenteuer uns stürzen. Flump. Wo ist der Vogel? Da drüben wieder, okay. Ja, ich muss mir, glaube ich, mal wieder ein Pferd oder ein Kamel mieten. Diese Rennerei hier. Puh, krieg schon Schweißausbrüche, wenn ich nur zugucke hier. Und ich muss noch eine Taste drücken eigentlich. So, da ist er ja noch. Sehr schön. Hallo, mein Freund. Hier. Ups. Hilfe. So, hier. Hey. Hey, hier hast du deinen Deal schon wieder. Mach die Alten nicht immer dauernd kaputt, Mensch. E.V. Hans. Jawohl, nimm das. Zack. Yippie. So, haben wir noch ein bisschen was am Ruf gemacht. Haha. Soll man dann sagen, das klappt nicht. So. Jetzt muss ich... Moment, wo sind wir jetzt hier? Oh, da komme ich nicht vorbei. Ach, guck mal, ich habe die Gegel auch umgeschmiert. Hier oben. Nee, oder irgendwie. Ich kann diese Armbrust nicht nehmen, ne? Naja, gut. Ach, hier gibt es jetzt Revolver. Aha. Hier auch. Das sind Patronen. Womit kann ich jetzt hier schießen? Das können wir Schießübungen machen. Hm, okay. Dann eben nicht. Aber der Patronen. Es wird schon wieder dunkel. Mein Gott, wer hat denn schon wieder das Licht ausgemacht? Es ist schon wieder so spät. Ne, hier muss ich hin. Hm. So, kann ich jetzt hier das Ding bauen?
Hier. So, klopf, klopf. Ah, Mian ist auch da. That's some fine work you've done up there, partner. Glad to have you guys on board. Ah, wir haben zwei Seilbahnen, ja. Next step is riding you builders over to fix the engines. Things might go south. Der nächste Schritt ist, euch Baumeister zu reiten, um die Motoren zu reparieren. With the gigglers and all. What? So you might want to. Will uns reiten? Are you ready to go? Okay, manchmal ist es ja putzig, was sie da übersetzen. Gut, der nächste Schritt ist, euch Baumeister zu inspirieren, um die Motoren zu reparieren. Also reiten oder vielleicht wieder uns rüberbringen oder was. Die Dinge könnten dort drüben nach Süden gehen, drüben im Westen, was mit dem Giglas und all dem. Also solltest du dich vielleicht bewaffnen. Hä? Der redet wirr, muss ich gerade sagen, aber na gut, was soll's. Level 13 bis 15, wir haben 18, das müsste also klappen. Ich wusste, dass man auf dich zählen kann. Los geht's! Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, Captain ist auch dabei. Dann kann uns nichts geschehen. See you, cowpokes, on the other side. Ja, sehe ich auf der anderen Seite. Bin gleich hinter dir. Denn Captain mitkommen kann uns nichts passieren. Oh shit. Das habe ich gerade nochmal gesagt. Aber Captain auch nicht in unserer Seilbahn. Was ist denn jetzt passiert? Oh, der Captain ist doch. Oh oh. Stay back. Nein, zurück. Ich will euch nicht verletzen. Wir kommen in Frieden. Sieht so aus, als wäre die Diplomatie gescheitert, Kumpel. Los, ich gebe dir Deckung. Oh shit. Wir müssen jetzt erstmal den mit der Armbrust hier beseitigen. Damit er nicht weiter von schießen kann. So, und jetzt hier die zwei Vögel. Es muss hier irgendwo einen Ausgang geben. Lass uns versuchen, ihn zu finden. Fred, du gehst voran, ich gebe dir Deckung. Wieso muss ich eigentlich mal vorangehen? Okay. Oh Scheiße, wo sind wir denn hier abgestürzt? Warum brennt das Ding? Ich hab da kaum Holz verwendet. Und wo ist Captain eigentlich? Ich will das Ding mir. Schutz gibt hier. Hier liegt ein Revolver. Ne, nochmal Patronen? Oder was ist das? Ja, okay. Oh, haben wir denn da bekommen? Fluorid. Endlich wieder was für meine Zähne. Okay, also wir sind jetzt hier mit Justice zusammen. Okay, dann. Gut, der hilft mir. Der hilft mir wenigstens. Oh, okay. Gut, dann gehen wir mal runter. Paradise Walk. Hier liegen auch wieder Patronen. Interessant. Find anything good? Jetzt war mal eine Rolltreppe hier, ne? Und die steht ja noch immer so nach 300 Jahren. Oh, da hinten ist was. Ein Rang 14 Gegner. Ich kann ihn überraschen. Er ist nur ein Praktikant. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich hätte wenigstens Penn und eine Truppe dabei. Die Giglas sind vor ein paar Jahren einfach eines Tages aufgetaucht. Nun, sie sehen und hören hier und da von einem paar mutierten Wesen, aber ich habe sie noch nie in seinem großen Maßstab gesehen. Die sehen und hören hier und da. Okay. Es wird gemunkelt, dass sie aus der Peripherie kommen. Wer weiß das schon? Na, vielleicht klärt sich das ja irgendwann mal auf. Vielleicht sind sie auch gar nicht. Sind sie nur irregeleitet? Man weiß ja nie. Kann man hier eigentlich was abbauen? Nee. Hier ist eine Kiste. Warte. Nochmal Opal. Oh. Den kann ich mir anschenken. So. Hier auch noch irgendwas? Nee. Jetzt läuft er mir immer hinterher, der Vogel. Okay, da ist nichts. Oh, da war noch was. Essensreste. Hey! Das hat sich ja gelohnt. Das brennt da hinten.
Oh, hier kann man sich durchgraben. Oh, okay. Hier liegen Zauberwürfel rum? Was ist denn hier los? Okay. Das ist ein alter Roboter. Funktioniert auch wohl nicht mehr. Okay. Und hier haben wir nochmal Patronen oder sowas. Hallo, nimmt er die jetzt? Ja. Ein paar Helme. Nichts, was ich hier nehmen kann sonst. Ein Regal mit Zauberwürfeln umgestürzt. Okay. Vielleicht wurden die hier hergestellt oder so und verdreht dann immer, damit kein Mensch die wieder zusammenkriegt. So wie ich. So. Kann man das hier abbauen? Nee. Okay. Auch da haben wir noch einen Energiestein bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. So, komm her, Justice. Weiter geht's. Was ist jetzt? Well. Nun, Fred, sieht so aus, als wären wir in der Sache drin. Eine Menge Gegner zwischen uns und der Rettung. Das verstößt zwar gegen so ziemlich jede Vorschrift, aber wir sind in einer Notlage und, hast du schon mal eine Pistole abgefeuert? Vergiss es, antworte nicht. Nimm einfach dieses Schießeisen hier. What? Historische Pistole. Leichte Tragen und viel Power. Das Historische, war zu schnell weg. Verschlossen. Look. Siehst du das kleine Lichtding da? Versuche es abzuschießen. Ich bin mir sicher, es wird die Tür öffnen. Was habe ich hier? Ausdauerverstärkung. Ah, mir geht die Ausdauer nicht aus. Ah, toll. Da hätte ich die Ausdauerdinger gar nicht gebraucht. Okay, hier haben wir hier mal eine Karte. Geht's noch zu Seitenräume? Gecko Station. Wir sind in der Gecko Station. Okay, was ist denn jetzt dieses komische Pistolending hier? Q ist zielen. Und, Hey, there you go. You're getting the hang up. Oh. I've been a bit better about the situation overall. Okay. Ich bin bewaffnet. Passt auf, ihr Echsengesichter. Oh. Gut, das Ding ist gut, aber wir sollten uns die Munition vielleicht aufsparen, wenn es ernst wird. Kann man hier abbauen? Nee, obwohl hier Sand rumliegt. Nee, das ist alles festgebacken über die Jahrhunderte. Oder von den Atomwaffen festgebacken. Man weiß es nicht, was hier so passiert ist. Was sind wir denn hier? Oh, nochmal Patronen. Ist das hier? Hä? Scheibe oder was ist das? Nee, das will ich Justice erschießen. Hä? Okay, das. Hä? Moment, wo? Hier ist noch ein kleiner Raum. Aber hier ist noch eine Glasscheibe davor, oder? Ich komme ja nicht da rein. Aber ich kann auch nicht. Nee, ich kann nicht da hinschießen, weil da ist irgendwas dazwischen. Komisch. Hey, ich glaube, wenn wir durch das Drehkreuz gehen, gibt es einen Ausgang in dieser Richtung. Dieser Ort wäre während der Reliktrausches ein Abbaugebiet. Ich war vor langer Zeit schon mal hier. Wenn du meinst. Wir müssen eine Karte durchziehen, um durch das Drehkreuz zu kommen. Vielleicht finden wir ja eine. Achso. Warum die mit diesen Pfannen da immer rumlaufen? Ich habe noch nicht kapiert.
komischen Praktikanten. Hm. Ist ja hier irgendwo was. Ob wir diese Karte einfach hier so finden beim Abbauen oder müssen wir die irgendeinem Giebel abnehmen? Hm. Ja, hier ist ein Müllberg. Okay. Ein raues Tuch haben wir. Okay. Ein raues Tuch. Oder sowas. Ist das hier? Nee. Ich dachte, wir haben Müll. Können wir mitnehmen? Nee, können wir nicht. Ich hänge fest. So, hier geht's weiter. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, hier ist ein Nebenraum. Hier sind wir Hauptmann. Okay. Hoffenweise Giegler. Wo? Hä? Hier irgendwo drin? Oder? Ah, nee, oder? Nee, das ist ein Energiestein. Nochmal Energiesteine. Wo hat denn jetzt diese Keycard gesehen? Ich sehe sie nicht. Hat er sie? Wir füllen unsere Lebenspunkte ein bisschen auf mit dem Omelett. Ah, hier ist die Gecko-Karte erhalten. Aha, da haben wir sie. Ich will das einsammeln. Lass mich doch einfach so. Es geht, funktioniert, danke. Aha, jetzt können wir wieder ein bisschen was abarbeiten. Kostet uns ja nichts, sehr schön. Und nebenbei kriegen wir noch mal ein bisschen Mineralien. Kupfererz, Lehm können wir auch gebrauchen. Es liegt hier alles im Müll rum. Mal was. Oh Gott. Goals. Okay, kann man nichts ab. Ist ja was viel wahrscheinlich. Setz ich hier komisch an. Guck mal hier hoch. Oh. Kommt man. Erledigt. So, wunderbar. Haben wir nochmal Patronen. So. Okay, hier kann man alles mögliche kaputt machen. Und hier kann man dann weiter. Okay. Das ist ein Hindernislauf hier.
So, und hier geht's tiefer in Gecko Station rein. Wo ist denn Justice jetzt? Kommt er jetzt nicht hier drüber oder was? Okay, da ist er. Er schreibt mich nicht so. Und wo ist eigentlich Captain? Wir haben einen Captain verloren. Oh mein Gott. Klingt wie bei Star Trek. Wir haben den Captain verloren. Gut. Wie es dann hier weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Hier bei My Time, My Centrock in Gecko Station. Verloren. Zusammen mit Justice. Werden wir uns hier durchkämpfen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye bye. Jawohl, endlich habe ich eine richtige Waffe.